Endet mein Arbeitsverhältnis automatisch, wenn ich eine volle, dauerhafte Erwerbsminderungsrente bekomme. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage auf rentenbescheid24.de erhalten. Sinngemäß geht es darum, ich bekomme eine volle Erwerbsminderungsrente bis zum Beginn meiner Regelaltersgrenze. Die Rente wurde gewährt ab Beginn 1.12.2022. Gratulation, lieber Rentenempfänger, dann bekommen Sie auch noch Ihre 300 Euro Energiepreispauschale. Ich bin 50 Prozent schwerbehindert und seit 1994 bin ich bei einem und demselben Arbeitgeber beschäftigt. Der Arbeitgeber möchte jetzt, dass unser Anfrager hier eine formlose Kündigung schreibt. Also, die Rechtslage ist da relativ eindeutig. Wenn in einem Arbeitsvertrag oder in einem geltenden Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung vereinbart ist, dass bei, einer vollen, dass bei Bezug einer vollen, dauerhaften Erwerbsminderungsrente das Arbeitsverhältnis erlischt, dann ist eine solche Klausel wirksam. Dann würde das Arbeitsverhältnis automatisch in diesem Fall dann zum 1.12.22 oder zum 1.1.2023, je, je nach Art und äh, äh, Auslegung der Klausel, enden. Wenn aber eine solche Klausel, eine solche sogenannte Altersbegrenzungsklausel oder automatische Beendigungsklausel im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung nicht enthalten ist, dann muss der Versicherte der Rentenbezieher das Arbeitsverhältnis schriftlich kündigen, und zwar unter Einhaltung der für ihn geltenden Kündigungsfristen. Und die Kündigungsfristen können einmal sein aus dem Gesetz, aus dem BGB, 622 BGB, oder aber auch aus entsprechenden Regelungen im Arbeitsvertrag, in einem eventuellen Tarifvertrag oder vielleicht sogar in einer Betriebsvereinbarung. Aber bevor Sie kündigen, wenn der Fall eintreten sollte, sollten Sie bitte wirklich mal Ihren Arbeitsvertrag studieren, ob nicht möglicherweise im Arbeitsvertrag auch noch sogenannte Verfallsklauseln drin stehen. Das heißt also, ob Ansprüche nach Beenden, also Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis wie Urlaubsabgeltung, Überstunden, eventuelle Lohnansprüche und sonstige Dinge, Prämien, ob die nicht innerhalb von bestimmten Fristen dann geltend gemacht werden. Wenn Sie die nämlich nicht innerhalb der Fristen geltend machen, können die möglicherweise verfallen. Und daher rate ich, in solchen Fällen gehen Sie bitte, wenn Sie nicht sich hundertprozentig sicher sind, zu einem Fachanwalt oder Fachanwältin für Arbeitsrechte und lassen sich dort nochmal ordnungsgemäß beraten, welche Rechte Sie haben, ob Sie wirklich kündigen müssen, wie sieht es mit der Urlaubsabgeltung aus und, und, und. Ja, diese Dinge sollten Sie wirklich klären und vergessen Sie bitte nicht bei der Urlaubsabgeltung. Es gibt eine neue Rechtsprechung oder eine aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema Verjährung und Geltung, Geltendmachung der Urlaubsabgeltung im Krankheitsfall. Aber eines dürfte klar sein: Eine solche Urlaubsabgeltung haben Sie also einen Anspruch auf Auszahlung im Krankheitsfall haben Sie immer nur dann, wenn das Arbeitsverhältnis tatsächlich beendet ist. Also, bevor Sie hier irgendwas machen, prüfen und gegebenenfalls anwaltlich, fachlich durch einen Arbeitsrechtler beraten lassen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.